So, Freunde, willkommen zum 100 Abonnenten Spezial auf FWB Bahn. Ja, erstmal danke an über 100 Abonnenten auf meinem Kanal. Als Dankeschön an euch möchte ich eine Verlosung starten, und zwar EIP 8 Expert Version. Verlosung zum 100 Abonnenten Spezial, erster Platz. Ja, zweiten Platz gibt es nicht. Wurde doch abgeschafft, weil es ein bisschen komplizierter gewesen wäre. So, die Bedingungen sind: erstens, es müssen mindestens 5 Leute mitmachen. Zweitens, ihr müsst Abonnent sein. Drittens, einen Daumen hoch auf das Video geben. Viertens, schreibt mir in die Kommentare, wieso gerade ihr dieses Spiel gewinnen wollt, wieso ihr habt EP8 Expert von mir verdient. Ich werde das nicht so streng bewerten, ich suche mir einfach da das beste Kommentar heraus. Der Gewinner wird von mir per E-Mail oder besser gesagt per persönliche Nachricht informiert. Oh ja, Einsendeschluss ist, heute ist der 29. September, das heißt genau in einem Monat, am 29. Oktober. Dann werde ich euch am 30. Oktober oder sowas informieren und ab 5 oder sowas wirst du dann dein Spiel haben. Ja, so viel zu dem. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen zeigen, was so in EP 9 für Modelle drin sind. Das ist fast genau das gleiche wie in EP 8. Und was ihr da für Züge habt und was mir ich so gekauft habe, das war auch ein Abonnentenwunsch. Ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß und danke an über 100 Abonnenten. Macht fleißig mit bei der Verlosung. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, bis gleich. Und zwar kommen wir als erstes zum Fernverkehr aus Frankreich. Ganz links der TGV POS, rechts daneben der TGV Duplex. Auf dieser Seite dann zum THA POS, dann dahinter den gelben der TGV A und weiter dahinter genau das gleiche, nur in blau als TGV A. So, als zweites kommen wir zum Fernverkehr aus Deutschland, und zwar ganz vorne rechts der IC1, danach der Steuerwagen IC voraus IC2, dahinter der ICE3 und ganz hinten im Hintergrund der ICET. So, hier noch Fernverkehr aus anderen Ländern, und zwar ganz hinten im Hintergrund der AVE-Zug und weiter hier vorne der Eurostar von England. So, da haben wir jetzt noch etliche Triebwagen. Ganz rechts der VT98, alte Schienenbusse, dann so ein komischer Seehaustriebwagen oder sowas. Den nächsten weiß ich nicht genau. Dann Baureihe 612, Talent 1 in Elektroausführung und ganz hinten Talent 1 in Dieselausführung von der DB AG. So, dann kommen wir zum Wagenmaterial. Das ist natürlich nicht alles. Hier ganz vorne ein paar alte Wagen, danach Regiowagen, danach nochmal ein Regiowagen in Rot, so alter Orient Express Wagen dann noch, dann danach nach hinten City Shuttle Wagen, danach oder City Bahnwagen besser gesagt, dann rechts daneben SBB Wagen, weiter hinten Doppelstockwagen in Grün, rechts daneben mit Hocheinstiege. Dann so einen oranger Wagen hier. Dann so ein roter Doppelstockwagen. Das gleiche hier in mit Hocheinstiegen. Dann Intercity Wagen in Blau, wie sie früher waren. Dann Silberling hier. Und ja, so ein paar Restwagen noch. Das ist natürlich lang nicht alles, aber es ist schon einiges. So, wir bleiben beim Wagenmaterial und gehen jetzt zu den Güterwagen über. Von Flachwagen über Holzwagen, Kühlwagen, Selbstentladewagen,
Containerwagen, Schrottwagen und Planwagen ist hier ziemlich viel dabei. Das sind jetzt auch natürlich wieder ein paar Sorten, was dabei sind. Es ist natürlich mehr vorhanden. Ja, so viel zu den Güterwagen. So, als nächstes kommen wir mal zu den drei Lokarten, und zwar Diesel, E- und Dampflok. Wir fangen an mit den Dampfloks, und zwar haben wir hier Tenderloks, Schlepptenderloks, Tender und ja, also alles halt, was Dampflok ist. Da ist natürlich auch wieder mehr in der Grundversion enthalten. Und ja, hier ist jetzt wieder einiges schöne Modelle dabei. Ganz neu im Shop jetzt die 18201, eine ganz berühmte Dampflok. Ja, so viel zu den Dampfloks. Jetzt gehen wir über zu den E-Loks. So, als nächstes kommen wir zu den E-Loks, und zwar von alt bis neu, vom Güterzuglok bis zur 146, von der Taurus bis zur 111. Das sind einige E-Loks, was dabei sind, Schweizer Loks und Deutsche Bahnloks, auch andere private Loks und selbst erfundene Loks von Trent. Dann gehen wir zu den Dieselloks. So, hiermit zur letzten Loksorte, und zwar zu Rangierloks, der Baureihe 218, moderne Rangierloks, alte Rangierloks. Ja, sowas. Das sind jetzt auch ein paar, was in der Grundversion so dabei sind. Und jetzt kommen wir dann noch zu den Modellen, die ich im Laufe der Zeit selbst gekauft So, habe. hier zu den Zügen, die sich in der letzten Zeit bei mir angesammelt haben, meine EP9. Und zwar Regio-Shuttle der Erfurterbahn, Regio-Shuttle der Oberpfalzbahn, Baureihe 152 in Glasausführung. Ganz hinten 5 Volt Maxima-Loks in einem Set. Eine Baureihe 234 Lok Miller, drei Taurus-Lokomotiven in einem Set, wo auch die Alex-E-Lok dabei war. Der komplette Alex-Zug ziemlich weit hinten, der BLS-Triebwagen und der Railjet der ÖBB. Das ist das Rollmaterial, was sich in den letzten 3-4 Monaten bei mir angesammelt hat. Ich habe natürlich auch noch LKWs, Häuser, Tiere und so Zeugs dazu gekauft, seht ihr ja immer wieder mal im Let's Play. Ja, so viel eigentlich zum 100 Abonnenten Spezial. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Wenn noch Fragen da sind an mich oder sowas, einfach unter die Kommentare schreiben. Ja, hier nochmal zu den Nutzerbedingungen, Mitmachbedingungen zur Verlosung von IP8 Expert Version. Und zwar, ihr müsst einen Daumen hoch auf das Video geben, einen Kommentar schreiben, wieso gerade ihr gewinnen wollt. Das beste Kommentar wird dann gewinnen, den schreibe ich per persönliche Nachricht an. Oder auch anders. Er wird auf jeden Fall verständigt. Ja, ihr müsst Abonnent sein, versteht sich. Das werde ich auf jeden Fall nachprüfen. Und ja. Soweit danke ich euch fürs Zusehen. Ich sage mal, danke für über 100 Abonnenten. Es kann weitergehen. Wenn euch meine Videos gefallen, immer einen Daumen hoch geben. Und dann sage ich soweit, bis zu den nächsten Videos und tschüssikowski.